Jo, hallo liebe Freunde, willkommen zurück bei Let's Play The Witcher 3 mit mir, dem Partizian-LP. Wir haben ja die Leichen das letzte Mal alle verbrannt, haben uns bestechen lassen, weil ich ein kleiner Schisshase bin. Los. Und wir laufen jetzt zurück. Ah, da muss ich wieder bei dem Schlachtfeld vorbei. Passierscheine für Novigrad. Lauf, Plätze! Was könnt ihr mir denn so anbieten hier in Quests? Hast du Interesse an einem Passierschein? Hier gibt es die billigsten. Über was für Passierscheine reden wir hier? Das weißt du nicht. Die Redanier halten alle Pforten über den Panta. Ohne Passierschein kommt keiner durch. Aber du hast Glück. Ich habe noch ein paar zu verkaufen. Was? Dafür könnte ich mich als Radovid verkleiden und eine vergoldete Kutsche kaufen. Was soll ich machen, wenn du es dir nicht leisten kannst? Nein, danke. Hey, halt mal! Ich hätte vielleicht etwas Arbeit für dich. Wenn du die gut machst, gehe ich mit dem Preis runter. Was für Arbeit? In der Nähe, ein Stück im Südosten, hat mein Schwager sein Geschäft. Er reinigt mit seinen Leuten die Schlachtfelder. Leider hat er dauernd Ärger mit diesem Geschmeiß. Du weißt schon, Monster, die von Leichen angezogen werden. Beschütz ihn. Dann kriegst du einen hübschen Rabatt. Okay. Hoffentlich ist der Schein so viel wert. Das war die richtige Entscheidung. Wirst sie nicht bereuen. Na hoffentlich, mein Freund. Beweg dich! Wahrscheinlich muss ich hier durch. Wieder welche, die da hängen. Ah, ist das krass hier in dem Kriegsgebiet. Kommt raus, ich tue euch nichts. Wann hast du zuletzt was gegessen? Vor einer Woche. Ein halbes verkohltes Eichhörnchen. Und eine Handvoll Beeren. Essen habe ich keins, aber vielleicht hilft euch ja dies. Danke. Hier für dich, weil du nett bist. Da-di-dum. So eine Puppe haben wir bekommen, weil wir nett waren. Ach, da tut man doch gern sowas, oder? Ein Fremder dort drüben habe ich ihn gesehen. Jakob, Hanna, nach Hause, sofort! So. Verraten und dann töten sie uns alle. Dann töte ich sie eben selbst und verstecke sie unter dem Holzfußboden. Bruno, genau, dich haben wir gesucht. Hm. Oder? Wir sind einfache Leute. Wir wollen keinen Streit. Oder wolltest du doch nicht mit uns reden? Ein Bauer? Schenk nach, Schätzchen. Du hast genug. Keine Frau sagt, wie viel ich trinken darf. Schenk nach, verdammt. Sonst kannst du meine Handrücken probieren. Was willst du? Bist du Hendrik?
Nein. Red nicht mit dem. Das bringt Ärger. Wer regiert dieses Land jetzt? Der Baron. Durch wessen Dekret? Temeriens oder Nilfgaards? Durch sein eigenes. Es herrscht Krieg. Wer die Männer hat, hat das Land. Warum bist du so neugierig, hä? Ja, mach keinen Stress. Ich wollte nur fragen. Höchste Zeit, nach Hause zu gehen. Wir gehen, wenn ich getrunken habe. Ja, dann dürfte aber der Tavernenbesitzer wissen, wo denn unser Kontakt ist. Ich suche einen Mann. Nennt sich Hendrik. Was willst du von ihm? Ich möchte mit ihm reden. Worüber? Gib mir was Starkes zu trinken. Du musst verschwinden. Zur Hintertür raus. Wir kriegen Gesellschaft. Wer ist das? Wirt! Wodka! Wer ist das? Sieht aus wie ein tapferer Krieger. Hat zwei Schwerter. Hey, Grauhaar! Warum hast denn du zwei Schwerter? Bestimmt hat er auch einen zweiten Schwanz in der Hose. Bist du taub? Spuck endlich aus, wer du bist. Oder soll ich dir die Worte mit dem Messer von der Zunge kratzen? Wie wär's, wenn ich euch einen ausgebe? Wieso das? Ich habe Gold. So einfach ist es. Ich trinke nicht mit Fremden. Wir trinken eine Runde zusammen, dann sind wir keine Fremden mehr. Anschließend geht jeder seiner Wege. Und welcher wird deiner sein? Unterwegs nach Novigrad. Stadt der Huren und Hurenböcke. Auf euer Wohl und auf meins. Prost! Folge mir, wenn du rasten willst. Ich kann dir eine Bank anbieten. Ich ging ins Haus und da war dieser Trottel. Wodka connects people, ne? Sein Sohn. Ein hübscher Junge da. Always and everywhere. Danke, dass du mit diesem Schwein keinen Streit angefangen hast. Ich stecke meine Nase nicht in die Angelegenheiten anderer. Willst du über Nacht bleiben? Nein. Ich suche nach Hendrik. Er lebt in Heidfelde. Noch nie davon gehört. Auf der anderen Seite des Hügels. Heute früh sah ich dort ein seltsames Glühen. Kaiserliche Truppen auf Beutezug vielleicht. Wer weiß. Weißt du noch etwas über Hendrik? Merkwürdiger Typ. Kam grundlos aus dem Nichts. Machte sich an eine Witwe heran, deren Mann für einen Laib Brot niedergestochen wurde. Die Männer des Barons mögen keine Fremden. Ja, und er ging ihnen immer aus dem Weg. So als wüsste er stets, wann sie kommen. Er ist dann immer verschwunden. Danke, Wirt. Dann wüssten wir das auch mal. Hier ist das Anschlagbrett. Das wollte ich nicht. Was für eine Quest haben wir dazu bekommen? Level 5, eben die normale. Stufe 7. Ne, das bringt uns alles noch nichts. Aber beim Wirt könnten wir uns Proviant kaufen. Das wollte ich nicht. Sei gegrüßt. Okay. Danke, leb wohl. Kann mir also nichts kaufen, das Sinn macht.
Dann reiten wir mal weiter. Auch eine zwielichte Gegend hier. Ah, nach rechts abbiegen. Jetzt sind wir schon im Dörfchen. Komische Luft, als ginge man an einem heißen Tag in einen tiefen Keller. Der Nebel. Wir nehmen unser Schutzschild. Ah, der Soundtrack ist auch super, auch im Kampf. Mich zufrieden, wer immer du bist. Verschwinde! Beruhige dich. Es ist vorbei. Ja, alles vorbei. Alles hoffnungslos. Das vergesse ich nie. Ich suche einen Mann namens Hendrik. Er soll in diesem Dorf leben. Ja, das hat er. Jetzt nicht mehr. Sie haben ihn in dieser Hütte erwischt. Wenn du seine Schreie gehört hättest, wie ein Mann schreien kann, wie er leiden kann. Erzähl mir, was passiert ist. Jedes Detail. Sie haben sie alle erwischt. Ja, wer denn? Die Sonne ging unter und die Dämmerung färbte sich blutrot. Ich dachte nur, seltsam, die Kröten haben aufgehört zu quaken. Ich weiß nicht, was geschehen ist. Nur Schrecken überall. Hendrik schrie. Dann flehte er. Am Ende hörte ich nur noch Stöhnen. Die Geister waren hier nur kurz. Dennoch hat Frost das Dorf umhüllt, wie im Herzen des Winters. Warst du in der Hütte, sie fortritten? Nein, da setze ich keinen Fuß rein. Nie! Lebe wohl. Finde deinen Frieden.
Okay, die Wild Hunt war auch hier da. Speicher hier mal. Jop, soll überschrieben werden. Er wurde gefoltert. Vielleicht haben sie etwas übersehen. Mal seine Taschen durchsuchen. Ganz steif, als hätte sie jemand im Winter zum Trocknen rausgehängt. Vielleicht ist etwas in seiner Jacke. Verdammt, er ist kalt wie Eis. Nichts hier. Mal in die Stiefel schauen. Geronnenes Blut. Ein Schlüssel versteckt in seinem Stiefel. Muss zu einem Schlüsselloch passen. Hoffentlich ganz in der Nähe. Kann ich mir sonst noch was nehmen? Ein Luftzug. Da muss ein Spalt unter den Trümmern sein. Ich sollte wohl etwas aufräumen. Kann ich, was kann ich denn alchemiemäßig so machen? Okay, ich hab den schon. Das heißt, ich hau mir den Waldkaut auch auf die Schnellmenü-Taste. Und wir schauen hier runter. Bestandsbuch, Bezahlung für einen Getreidesack, fälliger Betrag für eine Ladung Holzkohle. Hendrik tarnte sich als Händler. Was ist das? Notizen zwischen den Einträgen. Schau. Interessante Überschriften. Vermisst und gesucht. Subjekt in Skellige und auch in Novigrad gesichtet. Aussehen unverändert. Aschgraues Haar. Gesicht mit Narbe. Meidet den Kontakt mit anderen. Betrunkenes Schwein. Der sogenannte Baron brachte das Subjekt in seiner Burg unter. Oder besser, in seiner widerrechtlich besetzten Festung. Grund unbekannt. Sprich mit dem Baron in Krähenfels. Kampf mit einer Hexe. Das Subjekt landete im Sumpf und trat einer Hexe entgegen. Es kam zum Streit, Ursache unbekannt. Finde die Hexe. Rede mit den Bauern in Mittelhain. Okay, die Bauern wissen es, oder wie? Vorsicht ist angebracht. Ich werde beobachtet, von wem und warum auch immer. Verstörende Hinweise. Der Hund ist weggelaufen. Wasser im Eimer ist festgefroren. Seltsames Glühen am Himmel beobachtet. Schlechtes Omen, sagen die Bauern. Sie haben mitbekommen, dass Hendrik nach Ciri sucht. Darum die Folter. Ich bin zu spät. Mein einziger Hinweis, der Baron. Und eine Hexe. Verdammt. Könnt sicher noch was nehmen hier. Nämlich Money, Money, Money. Okay. Ah, interessant. Haben wir ein neues Level erreicht? Ich glaube nicht.
Oder? Nö, noch 14 Erfahrungspunkte. So Leute, aber in den nächsten Ort werden wir im nächsten Part reiten. Ich sage wie immer danke fürs Zusehen, euer Patian LP. Tschü Leute.